herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht über Flughäfen zu sprechen, sondern den Schwerpunkt wirklich mal ein bisschen anders zu setzen. Ich habe trotzdem ganz viele Bilder mitgebracht, werde ganz kurz für diejenigen, die noch nicht wissen, was wir machen oder was wir vorhaben, zwei, drei kurze einführende Worte zum Flughafen sagen und den Planungen danach. Der Rest geht dann aber wirklich tatsächlich eher um Stadtplanung. Und der neue Flughafen, den wollen wir eigentlich auch gar nicht mehr erwähnen, weil es so wahnsinnig viel Humor darüber gibt. Und es gibt, glaube ich, keinen Scherz, den ich nicht gehört habe inzwischen. Die tiefste Erniedrigung war, als dann Lego noch schließlich diese Serie gescheiterte Großprojekte rausbrachte, von der der BER ein Teil ist und mit dieser überkomplexen Bedienungsanleitung, den fehlenden Teilchen wie im richtigen Leben, sodass man es eben nie fertig bekommt. Aber was tatsächlich, was toll ist an diesem Projekt, ist, dass ein Masterplan entwickelt wurde mit einem Partizipationsprozess, den es in Berlin selten gegeben hat. Man ging wirklich ergebnisoffen in diesen Prozess rein, hat ihn 2008 begonnen, also lange, lange, lange vor der Schließung, viel länger vor der Schließung, als man damals dachte. Und dort wurden alle wesentlichen gesellschaftlichen Gruppen mit einbezogen. Und daraus ist ein Masterplan gekommen, der vielleicht, wenn man mit heutiger Perspektive drauf guckt, der ein bisschen segregiert aussieht. Nicht? Also im Zentrum den Campus und dann Gewerbegebiet, Industriefläche getrennt, Wohnen getrennt davon. Das wünschte man sich integrierter, aber das Planungsrecht lässt es eben leider auch nicht anders zu. Und darüber können wir auch noch ein bisschen reden nachher, was wir da eigentlich ändern müssten. Für die, die es nicht so gut kennen, 500 Hektar ungefähr Planungsgebiet, das entspricht in etwa 5% der Größe der Stadt von Paris. Also wir haben ein ganz heftiges Stückchen vor uns. Es liegt viel zentraler, als die meisten es wahrnehmen. Es sind ungefähr 15 Minuten bis zu Angie rüber, 10 Minuten zum Kudamm. Und rundherum ist das traditionelle Produktions- und Industriegebiet Berlins. Wir sind mit dem Projekt also wunderbar eingebettet. Was aber klar war von Anfang an, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, ist, dass wenn wir das Ganze als ein reines Immobilienprojekt betreiben, wir scheitern werden. Darum kann es nicht gehen. Wir haben riesige Herausforderungen vor der Brust. Urbanisierung ist die größte davon, das kennen Sie. Der Druck auf die Stadt im Augenblick ist immens. Wir wachsen wie blöde. Jetzt ist schon mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Sie kennen diese ganzen Zahlen und Sie haben sie auch schon so oft gesehen, dass man sie eigentlich gar nicht mehr erwähnen möchte. Man kommt da ganz schnell in so eine negative Spirale rein. Mir geht es um was ganz anderes. Ich sehe es nämlich als eine riesige Chance. In Städten wird ein Großteil der Wertschöpfung geschaffen. Und Städte sind für mich nicht das Problem, sondern sind ein Teil der Lösung, wenn wir es richtig machen. Wenn wir mit kluger Stadtplanung rangehen und wenn wir einfach mal unseren Kopf ein bisschen umdrehen. Städte sind pro Kopf unheimlich ressourcenschonend, wenn Sie es statistisch betrachten. Sie sind Kreativitätshubs, sie sind ökonomische Wertschöpfungsgiganten und sie bieten eine Lebensqualität, die uns alle zu Städtern gemacht hat. Ich lebe wahnsinnig gerne in der Stadt und ich gehe davon aus, dass Sie das auch tun. Die zentralen Themen für Tegel, die wir uns vorgenommen haben, spiegeln das wider. Genau diese Herausforderungen zu bewältigen, also reinzugehen in Themen der Mobilitätskonzepte, der energetischen Fragen, die uns täglich befassen. In Fragen der ressourcenschonenden Produktion, Recycling, Wasseraufbereitung, aber auch der Werkstoffforschung und natürlich der IT, die sich über alle Themen inzwischen drüberlegt und ohne die gar nichts mehr denkbar wäre. Und wir machen das nicht nur, weil wir es für wichtig halten, sondern weil es ein gigantischer Markt ist. Wir reden hier über einen globalen Markt von ungefähr 5.400 Milliarden Euro im Jahr ab 2025. Das sind Zahlen von verschiedenen Marktforschungsinstituten und genau da wollen wir rein. Das ist für uns als Berlin eine riesige Chance, in eine neue Wirtschaftsdynamik loszutreten mit moderner Industrieproduktion, mit Zukunftstechnologien, wie wir sie selten hatten. Berlin selber ist bestens gerüstet dafür. Wir haben 4 große Universitäten, wir haben 31 polytechnische Hochschulen, wir haben über 70 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Wir haben 171.000 Studierende gehabt letztes Jahr und wir wachsen wie blöde. Ihr kennt die Zahlen alle. Jetzt mit den Flüchtlingen dieses Jahr liegt die Prognose bei etwas über 80.000. Dazu kommt, dass wir ein großes Startup-Potenzial haben. Wir sind inzwischen die Nummer 1 in Europa. Wir haben London abgehängt. Das hätte ich mir vor 3-4 Jahren auch nicht vorstellen können. Und für uns steht im Zentrum, dass wir erkannt haben, bei allem, was wir wissen über Industrieparks und Forschungsparks weltweit, nur die können funktionieren, die im Zentrum Geist haben, die im Zentrum eine Uni haben,
von der aus dann diese Entwicklung losgetreten werden kann. Ob Sie in Silicon Valley gehen mit Stanford oder wo auch immer, immer war am Anfang eine Uni. Und deswegen ist es wichtig, auch für unser Projekt von dieser Uni auszugehen, das zu verbinden mit Industrie, mit Gewerbe, dort zu pilotieren, auch in andere Planungsprozesse reinzugehen, alle Planer an einem Tisch zu haben, um den Menschen herum zu planen, innovative Aspekte mit reinzubringen. Ich rase jetzt ein bisschen durch. Wir haben über 140 innovative Infrastrukturbausteine identifiziert, die wir nach und nach reinbringen wollen. Und das soll eine Planung ermöglichen, wie wir sie sonst in der Stadt nicht erleben und nicht gehabt haben. Ein Riesenaufwand, tolles Team dahinter, macht wahnsinnigen Spaß. Bisher ist noch keiner abgewandert, trotz des ganzen Drucks, der auf uns liegt. Und wenn wir uns Gas, wirklich Gas geben, wir haben ja jetzt noch mal ein bisschen Planungsmittel vom Parlament obendrauf bekommen, dann schaffen wir es wirklich, 18 loszulegen und sobald wir das Gelände bekommen, mit den Baggern reinzurollen. Was für uns in der langfristigen Perspektive wichtig ist, ist, dass wir uns auf viel stärkere Regenfälle vorbereiten, zum Beispiel. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Es wird heißer, auch in Berlin, wir merken das ja schon. Das Klima verändert sich. Das heißt, wir müssen im Stadtraum anders mit den bestehenden Strukturen umgehen. Wir müssen für Wasser mehr Fläche schaffen. Wir müssen vermeiden, dass Hitzeinseln sich so bilden, wie es bisher der Fall war. Das heißt, wir müssen grüne Dachflächen viel stärker integrieren, die einerseits das Wasser auffangen und nicht einfach wegleiten, die gleichzeitig für eine Klimatisierung sorgen. Wir müssen viel stärker an die Fassaden rangehen. Nicht? Es gibt wundervolle Beispiele inzwischen von grünen Fassaden. Das geht auch langsam hier in Berlin los. Man geht in ganz neue Gestaltungsperspektiven vom Menschen aus gedacht rein. Das heißt, der Stadtplaner, der Konventionelle, guckt immer von oben drauf, aus einer im schlimmsten Fall 1 zu 4.000 Perspektive, wie das bei uns am Anfang der Fall war. Und der Mensch, der wird oft vergessen in seiner Dimension. Ich habe dann mal gebeten, dass alle Planungen, die wir haben, 3D-Dimension, in einem 3D-Modell abgebildet werden. Das sind so Leute, die kommen aus der Computerspiele-Ecke, da kann man jetzt mit einer Brille durchlaufen, 3D. Und dann sieht man eben auch, was nicht funktioniert und wo man nachsteuern muss an der einen oder anderen Stelle. Also Räume, Plätze sind viel zu groß gestaltet und Ähnliches. Das passiert ganz schnell. Und je mehr wir Natur mit integrieren, desto wohler fühlen sich die Menschen, ein viel bunteres Straßenbild zu kreieren, die sogenannten Wetlands mit reinzubringen, Flächen, wo das Regenwasser sich dann sammeln kann, wo kleine ökologische Nischen entstehen und Ähnliches, das halten wir für sehr, sehr wichtig und das integrieren wir auch in unsere Konzepte. Farming ist so ein Thema. Je mehr wir die Produktion auch wieder in die Stadt reinholen, lokal die Nahrung produzieren, stellen wir einerseits auch für die Kinder und die nächste Generation den unmittelbaren Bezug wieder her. Und wir regulieren das Klima auch, das Mikroklima in der Stadt. Also auch das sinnvoll. Es gibt herrliche Beispiele schon gebauter Infrastruktur. Ich denke jetzt gerade an die Bosco Verticale in Mailand, die auf jeder Etage vor jedem Ding Bäume haben. Die sind ganz wunderbar. Also es ist eine ganz andere Stadt, eine ganz andere Philosophie von Stadt möglich, eine ganz andere Umsetzung möglich. Und mit gemeinsamen Kräften können wir vielleicht das eine oder andere auch in Tegel umsetzen. Das wäre uns wichtig. Wir wissen gleichzeitig, dass wir, was die Straßenplanung betrifft, nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Das ist ein Bild aus Detroit, eine Luftaufnahme, die haben neulich eine ganze Delegation hergeschickt. Das war ziemlich niederschmetternd, was die dort an Erfahrungen machen, aber auch, was sich daraus an Chancen ergibt. Zwischen Berlin und Detroit gibt es eine Techno-Verbindung und über die wollen wir dann auch in eine Revitalisierung der Stadt wieder reingehen. Andere Städte wie Seoul haben es besser gemacht, die haben von vornherein, sind sie hergegangen in den letzten 15 Jahren, haben die große Stadtautobahn, die durchging, weggebrochen, haben stattdessen jetzt einen Fluss durchlaufen lassen, was die Stadt komplett verändert in ihrem Charakter. In Boston ist Ähnliches passiert, die große Tangente wurde zum Teil unterirdisch verlegt, sodass man den grünen Raum den Menschen wieder zurückgegeben hat. Ich denke an New York, wo die Jeanette Sadiq Khan Großes geleistet hat und den Broadway zum Beispiel autofrei gestaltet und Ähnliches. Da, wo man hinguckt, es gibt ganz viele Beispiele, Sie kennen die High Line in New York. In London wird gerade eine große Brücke gebaut, die soll 18 fertig sein, die Garden Bridge, die autofrei ist und eine Fußgängerbrücke, auf der Sie dann auch verweilen können. Das heißt, mitten in der Stadt entstehen plötzlich wieder Räume für Menschen und darum geht es ja am Ende. Stadtplanung eben nicht mehr von der Struktur der Stadt her zu denken, sondern wieder auf kleinere Einheiten zurückzukommen. Was uns zum Verkehr bringt, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade hier in Berlin. Es wird zunehmend dysfunktional. Alle, die vor Mauerfall hier schon lebten, die sehnen sich nach den guten alten Zeiten zurück, wo man überall schnell durchkam und überall einen Parkplatz fand. Das ist vorbei. Aber das Wichtigste ist, dass es emissionsfrei wird, und zwar lokal emissionsfrei.
ob das nun im öffentlichen Nahverkehr ist oder mit den ganzen kleinen Geräten, die hier die ganze Zeit durchfahren, ob das im Güterverkehr ist, wir haben hier so große Elektro-LKWs inzwischen schon, bei der BHLA zum Beispiel, ob das mit kleinen Tuk-Tuks ist, die elektrisch getrieben sind oder im Flughafenbereich, das ist jetzt ein Bild aus Stuttgart, ich wollte ja nicht mehr über Flughäfen reden. Oder wir brauchen auch neue Ladetechnologien, das ist ein Beispiel aus England, die gehen gerade in die Pilotierung rein. Wir haben in Berlin ganz tolle Startups, ohne Namen nennen zu wollen, aber es gibt Formen eleganter, leichter Ladeinfrastruktur, das müssen nicht immer diese großen Monstren von früher sein, da hat sich viel getan. Also die Voraussetzungen sind eigentlich da, wir wissen es alle, wir müssen es nur machen. Elektromobilität alleine reicht nicht, wenn wir den Verkehr wegbekommen, müssen wir viel stärker ins Sharing reingehen, da sind wir schon gut. Es gibt eine aktuelle Studie aus München, da wurden mit 1360 Leihfahrzeugen 8000 private Fahrzeuge verdrängt und 12.000 Quadratmeter Fläche, einfach Parkfläche wieder zurückgewonnen. Der nächste Schritt ist dann, das Ganze zu elektrifizieren, um die Emissionen wegzubekommen. Und die nächste konsequente Stufe ist natürlich die komplette Integration mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, für kurze Strecken, für die Unterverteilung brauchen Sie kleine Flotten, für die letzte Meile vor allem, aber für den Massentransit brauchen Sie große Gefäße natürlich, wie die S-Bahn, wie die U-Bahn oder Busse. Dazu kommt, und daran arbeiten wir auch sehr stark in Tegel mit Freihaltetrassen, das autonome Fahren, das automatisierte Fahren. Das in der Kombination ist natürlich irre, weil in dem Moment, wo ich kein Auto mehr brauche, riesige Straßenräume wieder frei werden. Es ist sicherer. Ich bin fest überzeugt, dass in 20 Jahren wir zurückblicken werden und uns wundern, wie es jemals möglich war, dass wir die Erlaubnis hatten, solche mörderischen Maschinen zu fahren. Es wird verboten sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit in 20 Jahren noch selber ein Auto zu fahren. Und das wünsche ich mir wirklich, zumal es gerade auf längeren Strecken echt langweilig ist, aber das ist ein anderes Thema. Es geht langsam los. Hier sehen Sie ein wunderbares Beispiel aus der Schweiz. Das ist so ein kleines Fahrzeug, was da irgendwie durch die Gegend düst und 16 eingeführt werden soll. Das sind so kleine Modelle, die tatsächlich langsam reinkommen in den Wirkbetrieb und das Leben verändern. Das hier haben Sie alle gesehen. Letztes Jahr im Juni wurde das Google-Auto vorgestellt. Sieht aus wie ein depressiver Koala-Bär mit einem Gartengrill auf dem Kopf. Die Nachfolgevariante ist wie so ein Mini-Polizeiauto, also auch nicht viel hübscher. Aber man kann die Dinger ja auch drucken. Daran sitzt eine Firma, die heißt Local Motors. Die haben auch schon ein paar Mitarbeiter hier in Berlin, suchen Produktionsstätten gerade und träumen dann von so einem kleinen, autonomen, elektrischen, gedruckten Fahrzeug. Also auch da passieren ganz spannende Geschichten im Augenblick. Trotzdem, also ich bin sehr technikgläubig, aber Technik löst nicht alle Probleme. In Rio de Janeiro sieht das Verkehrskontrollzentrum so aus, riesig, nicht eine gigantische Geschichte, hat auch ein bisschen was gebracht, aber nicht so wirklich viel. Beijing sieht auch nicht viel anders aus, riesiges Kontrollzentrum. Der Verkehr in beiden Städten sieht mehr oder weniger gleich aus und deswegen komme ich zum dritten großen Teil, nämlich wir brauchen viel mehr Fahrradinfrastruktur in Berlin. Vielen Dank, daran arbeiten wir gemeinsam, wenn wir nach Kopenhagen oder nach Amsterdam gucken, da blüht einem echt das Herz auf. In Berlin geht es auch langsam los. Amsterdam ist inzwischen so weit, dass sie keine Stellplätze für Fahrräder mehr haben. So populär ist. In Kopenhagen sind 54% aller Verkehrswege werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ich glaube, wir sind bei knapp 20% in Berlin. Also es gibt noch Aufholbedarf. Das hier ist ein Bild von meiner Familie. Das ist unser bevorzugtes Fortbewegungsmittel. Also es macht auch noch Spaß. Der wichtigste Satz, und das habe ich gerade gehört, war schon in der letzten Session im Eingang, mit der Elektrifizierung. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft elektrisch wird. Und der große Klick im Hirn ist, wenn man kapiert, wenn es nachhaltig ist, wenn es erneuerbar erzeugt ist, dann ist der Strom plötzlich gar nicht mehr böse. Dann können wir mit Strom heizen, wir können mit Strom alles Mögliche machen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und dann fragt man sich auch, ob dieser Dämmwahnsinn, wie er im Augenblick betrieben ist, dann eigentlich noch notwendig ist. Also an diesen Konzepten müssen wir arbeiten. Für uns heißt das konkret, wir haben durch das ganze Gelände durch einen Low-Exergie-Leiter, einen Niedrigenergieleiter, der mit etwa 22 bis 30 Grad je nach Saison läuft. Und dann gibt es dezentral in den Gebäuden elektrische Wärmepumpen, die mit Ökostrom betrieben werden und jeweils auf die entsprechende Temperatur hoch oder runter regulieren, um zu heizen oder zu kühlen. Das gehört dazu. Und wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, hier sehen Sie, so die roten Punkte sind Windenergie, gelb ist Photovoltaik, grün ist Biomasse.
Das war jetzt 2005, das waren ungefähr 200.000 Installationen. Das war 2010, 750.000 Installationen. 2012 waren es 1,3 Millionen. Wir sind inzwischen bei 2,4 Millionen Installationen. Es ist eine Explosion. Es ist Wahnsinn, was hier gerade passiert in Deutschland. Ich war neulich in Amerika unterwegs und stellte so betrübt fest, die sind immer so ganz stolz mit ihren tollen Solarprogrammen und so. Alles, was in Amerika im Augenblick an Photovoltaik installiert ist, entspricht in ungefähr dem, was wir in Bayern haben. Das fanden die gar nicht komisch. Also, große Aufgabe, die wir vor uns haben. Tegel selber, wir versuchen viel von den Infrastrukturen weiter zu nutzen, mit der Natur es zu versöhnen. Die Architekten arbeiten dran, wir arbeiten dran, das Ganze umzusetzen und hoffen auf Mitwirkung der Stadt auf allen Ebenen. Und dabei will ich es auch erstmal belassen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Dr. Philipp Boutelier. Danke sehr.